Oh, und wir haben einen Angriff. Den hatte ich ganz vergessen. Automatisch enden. Du hast aufgrund des Schadens an deiner Festung Schulden gemacht. Du wirst kein anderes Ankommen an Steuern erhalten, ehe sie getilgt sind. Dann bezahlen wir die 100 Kupferpanz. Waldlandpfade wurden vernichtet? Muss ich jetzt die Waldlandpfade neu bauen? Ja. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Sorry, aber nicht mit mir. Verkohltes Fass, laden. Ich lasse sicherlich nicht meine Sachen kaputt machen. Sorry, aber jetzt muss die Hauptquest warten. Wir müssen unser Heim verteidigen. Sure. Das hat jetzt leider Prioritäten. Zum Glück haben wir die Gelegenheit, dort noch mal zu schlafen. Ich lasse doch nicht meine Waldlandpfade zerstören. Nur wegen der Inkompetenz meiner Wachleute. So, Übungsgelände ist abgeschlossen. Bittsteller geht in 3 Tagen 16 Stunden. Auszahlen, Eskorte entsenden. Kanna, du gehst mal los. 2 Tage endet das. So, dann geben wir mal was Neues in Auftrag. Südliche Ringmauer, Kuriositätenladen, Kapelle, Forum, Botanischer Garten. Das hier hätten wir viel früher kaufen sollen, fällt mir gerade so auf. Den botanischen Garten. Wenn das jede Runde eine neue Pflanze generiert. So, wie viel Zeit haben wir jetzt noch bis zum Angriff? Ein Tag, 16 Stunden. Hey, cool, die üben hier sogar. Der Scharmützelbogenschütze. So, Försterhütte überleben. 3 macht, das klingt gut. So, wir sind ausgeruht. Dann versammeln wir uns mal in meiner Festung und vernichten diese beknackte Invasion. Lass mich doch hier nicht von einem Angriff foppen. So, manuell beenden. Das wäre ja noch zu schön. Oh. Keine Autopause ist gemein. Du übernimm mal so einen Waldlaurer. So, danke. Jetzt die Schatten weg. Und den da noch weg. Und noch den letzten Waldlaurer weg. So. So geht das. So nicht anders.
Ich will mich doch nicht vor ein paar Schatten- und Waldlauerer hier vorführen lassen. Nee, nee. So, jetzt muss ich meine Leute wieder anheuern. Beratpriester. Goldpaktritter. Hüter der Wildnis. Ja, warum nicht? Da sind wir schon wieder bei 5. Valianischer Schock mal. Ich glaube, ich mache mal voll noch die drei anderen. Aber nicht Korak. Der macht nämlich -6 Prestige. Das ist schlecht. Ein Rautai-Linienbrecher. Der erhöht die Sicherheit. Unordentlicher Jünger. Valianischer Schockmagier. Zwei Stück kann ich noch. Was kann ich? Das blutüberströmte Verbrecher. Nein. Ein Skald-Vagabund erhöht das Prestige, warum nicht? Ein bisschen mehr Prestige und seltener Gedankenstürmer. So. Right. Ein paar Schattenfragmente. Schatzkammer ist leer. Was hast du für uns? Nichts wirklich Interessantes. Seil und Enterhaken. Na, weißt du was? Jetzt setze ich Edda doch mal zurück. So. Punkte für den Stufenaufstieg. Athletik. Überleben. Weiter. Bonus niederstrecken. Schnelle Wiederherstellung. Das ist besser. Schnelle Wiederherstellung. Nächste Stufe. So. Athletik, Überleben. Verteidiger. Ja. Nächste Stufe. Machen wir bei Heimlichkeit, so. Kriegerischer Verteidiger. Alle Verteidigung außer Abwehr, klingt gut. Nächste Stufe. Athletik. Waffenspezialisierung Raufbold ist Säbel, genau. Nächste Stufe. Ein Punkt in Überleben. Weiter. Offensivwaffen Schwerpunkt Raufbold. Dass er nämlich mit seinem Säbelmesser treffen kann. Genau. So, Athletik und Überleben steigern. Gepanzerte Gnade. Ja, das klingt gut. Mhm. Gepanzerte Gnade. Nächste Stufe. Athletik. Weiter. Waffenkönnen Raufbold. Und nächste Stufe. Überleben. Da hatte ich, glaube ich, kritische Verteidigung. Genau. Und erledigt. So, jetzt ist Edda richtig ausgerüstet. Hey. Mhm. Jo. Wirf mal deinen Verteidiger wieder an. Alright then. So, genau. Sehr schön. Jetzt, da ich das wusste, konnte ich das mit Edda ein bisschen fixen. Und dann können wir ja jetzt nach Trutzbucht zurück ins Urfeuer. Nachdem das jetzt erledigt ist. Oh, habe ich eigentlich dran gedacht, mich um den Bittsteller zu kümmern? Gucken wir mal kurz. Ja, kann er.
Die sind alle Stufe 7, die muss ich dann ableveln, wenn ich sie wieder die Gruppe aufnehme. Ich hatte die schon lange nicht mehr in der Gruppe, merke ich gerade. Oh, Dorenz hat ein bisschen was abgekriegt. War auch nicht so schlimm. Gucken wir mal kurz in die Quest. Traum und Erinnerung. Bronze unter dem See. Asche des Glaubens. Ja, das war das. Kind der fünf Sonnen ist Palegina. Die lange Jagd ist Sagani. Meister der Tiefe. Das ist das in Ort Nua. Das ist Kanna. Und die Prüfung von Durenz. Mhm. Ja, stimmt, vor dem Druiden habe ich noch gar keine richtige Quest. Vielleicht werde ich demnächst Durenz mal wieder gegen den ersetzen. Und dem auch mal einen Bogen oder so in die Hand geben. Ich weiß gar nicht, was ich bei dem geskillt habe als Waffenanpassung. Aber der ist ja zurzeit beschäftigt. Ja, komm. Komm her, Alof. Obwohl, nee. Your will, Watcher. Einfach auf Abbrechen klicken, das klappt besser. So, 22 Minuten und 30 Stunden. Bis zum Erbhügel. Und dort dann mit den Trutzbuchtrittern reden. Ja, ein kleiner Umweg, nur um meine Burg zu retten. Gefolgsmannszahltag, 400 Kupferpanz. Oh. Das ist cool. Und die nehme ich gerne an. Kaufmann. Kaufen. Sehr schön. 400 Kupferpanz für Gefolgsmänner. Oh, jetzt kostet das auf einmal, kosten die auf einmal wieder 50? Vielleicht weil ich jetzt nicht mehr anwesend bin. Naja, ist auch nicht schlecht. Habe ich hier ein neues Ding zum... Ja, botanischer Garten. Sehr, sehr gut. Noch keiner müde von der langen Reise? Nein. Auch sehr schön. So, da müssen wir die Schmelztiegelbucht. Burg. Die Besinnungsanhörung im Palast des Ducks halten weiter an. Wir vertrauen darauf, dass unser Duck zu einem angemessenen Weisen Entschluss finden wird. Justiziare. Wie auch immer die Mehrzahl vom Justiziar ausgesprochen ist. Und hier sind wirklich überall diese Fackeldinger, die nicht brennen. Hier übrigens auch eine. Ich hoffe mal, Held. Held ist, glaube ich, die vorletzte Stufe an Beliebtheit. Im positiven Sinne natürlich. Im negativen Sinne sind wir bei Haus Dominel ziemlich weit unten. Ich glaube, wir wären noch weiter unten, wenn wir noch den Jungspund getötet hätten. Das ist ja jetzt leider nicht mehr möglich. Aber wir haben schon viel für, eigentlich sehr viel für die Schmelztiegelritter getan. Oh, du bist hier gelandet. Seda sieht so aus, als habe sie gebadet, sich ordentlich satt gegessen. Sie sieht schüchtern aus. Das ist das Mädchen, das wir aus dem Erbhügel, aus der einen Gruft gerettet haben. Wir haben also eigentlich viel Gutes getan, auch für die Schmelztiegelritter. Die Hilfe, die könnten wir gebrauchen. Kommandante.
Wie kann ich dir helfen? Ich habe vernommen, dass die Schmelztiegelritter der Beseelungsanhörung im Palast beiwohnen werden. Indeed. Duke Avar looks to the knights for prudent counsel as well as defense. I suspect our future as a city and a nation will depend in no small part on how we handle this matter.